Der Verteidiger Willian Pacho von Eintracht Frankfurt hat in seiner ersten Saison gut gespielt. Der 22-Jährige zeigt eine konstante Leistung und gilt derzeit als einer der besten Spieler des Clubs. Es gibt bereits Teams, die an diesem vielversprechenden Talent interessiert sind. Vorerst möchte Eintracht ihn nicht verkaufen. Sollte jedoch ein Club zwischen 55 und 60 Millionen bieten, würde Eintracht laut Informationen von Sky den Verkauf in Betracht ziehen. Falls es dazu kommt, scheint der Club bereits einen möglichen Ersatz im Blick zu haben. Laut der Zeitung Bild ist Eintracht Frankfurt an Jeff Chabot interessiert, dem Innenverteidiger des FC Köln. Falls Köln absteigt, könnte Chabot für etwa 4 bis 5 Millionen Euro verkauft werden. Ein Wechsel zu Eintracht wäre für Chabot etwas Besonderes, da er in der Nähe von Frankfurt geboren wurde und als Jugendlicher 9 Jahre lang beim Verein gespielt hat. Chabot ist einer der wenigen Spieler von Köln, die auch im Falle eines Abstiegs noch gut angesehen wären. Allerdings könnte die Konkurrenz bei Eintracht eine größere Herausforderung darstellen als der Transfer selbst. Neben Eintracht Frankfurt ist auch Borussia Dortmund am ehemaligen Spieler der deutschen Nationalmannschaft interessiert. Es gibt sogar Informationen, dass bereits fortgeschrittene Verhandlungen stattfinden. Zudem scheinen auch einige englische Clubs an ihm interessiert zu sein. Eintracht Frankfurt-Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.